Servus, herzlich willkommen, liebe Freunde. Ja, wir machen hier mit unserer Rapsernte weiter und wollen natürlich auch dann schauen, ich wollte hier eigentlich das über die Karte steuern, na gut, dass wir hier schon dann das Feld fertig kriegen in dieser Folge. Vielleicht können wir sogar ein bisschen den Raps verkaufen, das wäre ja nicht schlecht. So, und ich habe mich jetzt hier wieder ganz toll platziert, einwandfrei, so gehört das, nämlich irgendwie gar nicht. Mist, Mist, Mist. So, aber jetzt fahren wir ran. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht einmal so richtig den Mähdrescher geknutscht. Also ich scheine langsam das Fahren zu lernen. Gut, jo, dann steigen wir jetzt hier mal aus, weil da jetzt extra über Karte wechseln ist ein bisschen Quatsch mit Soße. So, stellen hier schon mal den Helfer ein und gucken mal, mit welcher Geschwindigkeit der arbeitet. Oh, der ist mit 20 km/h unterwegs. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Und hat auch das Problem, dass wir da wahrscheinlich dann den aufholen, den Mähdrescher. Deswegen gehen wir hier einfach mal auf 15 km/h, 14. Das ist, glaube ich, besser. So, und jetzt haben wir hier den Kollegen noch. Den lassen wir extra ein bisschen versetzt fahren, dass die sich nicht in die Quere kommen. Stellen auch hier mal den Helfer ein und schauen mal, wie schnell der Junge unterwegs ist. Der ist auch sehr schnell unterwegs. Gut, den müssen wir auch noch ein bisschen runterschrauben. So, den setzen wir mal auch so auf 11 km/h. Dann kommen die sich nicht in die Quere, das ist ganz praktisch. Jo, die Profi-Hopper warten natürlich auf Einsatz. Hier gucke ich jetzt nochmal schnell, ob die gut aneinander vorbeikommen. So, mal schauen, dass das passt. Und wenn das hinhaut, dann können die zwei hier sich schon mal, ja, ein kleines Rennen leisten unter vorgegebener Geschwindigkeit, also fair wie immer, ne? Gut, das ist erledigt. So, wir kümmern uns natürlich um unseren Mähdrescher, denn wir wollen ja schauen, dass der Kollege hier schnellstmöglich zum Ende kommt. Ja, und dann haben wir das Feld auch schon wieder fertig und dann können wir uns auch schon langsam Gedanken machen, was wir ansehen, wollte ich gerade sagen. Aber toll ist, ich habe ja die Sämaschine schon am Laufen. Und wir sehen wieder Raps an, sehe ich gerade. Gut, okay. Dann sehen wir halt nochmal Raps an. Das ist jetzt natürlich nicht schlau. Aber gut, ja, wegen dem Preis halt einfach. Aber dadurch, dass sie ja sowieso eine Zeit lang brauchen zum Wachsen, denke ich mal, naja, kriegen wir schon hin. Hätte ich natürlich vorher drauf achten können, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt läuft's und ich will das jetzt nicht auch nochmal neu gruppern. Aber wie gesagt, bis wir da soweit sind, denke ich mal, haben wir da auch den Preis wieder ein bisschen erholt. Ja, und der Mähdrescher gibt sein Bestes. Aber das ist natürlich auch irgendwann mal ein Verbesserungspotenzial. Wir gucken mal schnell nach den Preisen. Die sprechen natürlich eine eindeutige Sprache. 1250 bringt jetzt der Raps an der Gaststätte. Große Nachfragen haben wir ja keine, aber wenn wir hier mit über 10.000 rausgehen, kriegen wir 12.000 Euro her. Das heißt, für das Mähwerk sollte es dann doch ausreichen. Und ich habe mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht wegen der Kombi. Also wir werden dann aus dem Classic Pack erstmal den ganz kleinen Radlader nehmen, denn der reicht für den Kuhstall da unten, denke ich mal, erst aus. So für den Anfang, dann können wir nämlich auch ein bisschen Gras reinkippen, können mit Silage anfangen, die Kühe etwas produktiver machen. Wobei, bei den Kühen sind wir ja auch erst bei 5. Und die könnten wir vielleicht dann auch irgendwann mal erweitern. Beziehungsweise, wenn die Produktivität natürlich höher ist, kommt auch ein bisschen mehr rein. Aber ihr seht, so langsam baut sich das Ganze, ja, die ganze Finanzpyramide hier auf. Das geht so langsam hier richtig los. Nur die letzten 5-6 Bahnen von unserem Mähdrescher, dann ist das auch hier vom Tisch. Ja, wir haben jetzt schon 10.000 Liter zusammen gleich. Das ist also wunderbar. Das klappt einwandfrei. Gut, dass wir gedüngt haben. Ja, das macht viel aus. Ah ja, düngen müssen wir ja dann auch noch. Schadimmt, da war ja was. Und ich denke mal, nach der nächsten Ernte werden wir uns dann auch schon mal so langsam vorwagen in den Bereich neues Feld kaufen. Das war auch mal mehr als nur ein Feld dann zum Bewirtschaften haben. Denn das bringt uns ja auch noch ein bisschen Geld. So, das sieht gut aus. Hier die zwei Kollegen sind auch gut im Einsatz. Das funktioniert wunderbar. Die Sämaschine, die können wir jetzt noch mal ein wenig beschleunigen. Weil der hat ja doch ganz guten Vorlauf jetzt, der Grubber.
Das passt. Ja, und wir gehen mal ein bisschen hier Profi-hoppern. Da wurde mir übrigens auch schon per Kommentar mal ein Tipp gegeben, wenn ich diese Mission fahre, ob es dann nicht besser ist, in der Cockpit-Ansicht zu fahren. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich besser sehe, wo ich noch mähen muss und wo nicht, weil es ja dann, wie gesagt, hier unter Zeitdruck stattfindet. Das werden wir bei der nächsten Mission mal probieren. Hab ja gesagt, die Mission versuche ich jetzt immer so einzubauen, wenn das Feld in der Wachstumsphase ist, um da eben nochmal den ein oder anderen Euro zu kriegen. Und auf Dauer wollen wir ja auch schauen, dass wir vielleicht den letzten Erfolg noch freischalten, nämlich mit 50 abgearbeiteten Missionen. Und da haben wir natürlich noch ein bisschen was vor uns. Wir haben ja jetzt im Prinzip erst eine Mission erfüllt. Und ja, dementsprechend fehlen dann noch ein paar. Die werden wir aber so sukzessive aufarbeiten. Und ist natürlich auch schön, während das Feld sozusagen am Wachsen ist, das Ganze hier dann schon mal so ein bisschen als Übergang zu nehmen. Ja, und dann bin ich noch überlegen, wann wir im Bereich BGA einsteigen. Da müssen wir auch mal schauen, denn das bringt ja relativ schnell gutes Geld. Ob wir dann da erstmal mit Gras anfangen. Denn das Problem wird sein, wenn wir oben versuchen, mit gehäckseltem Mais zu hantieren, irgendwie können wir das nur auf einem kleinen Feld machen, was wir ja noch nicht haben. Und wir brauchen natürlich zusätzliches Erntegerät. Der Mais ist natürlich deutlich effektiver, aber ich denke mal, so für den ersten Einstieg wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das mit Gras machen, weil Gras kostet uns nichts und es ist mehr als genug davon da. Da können wir, denke ich mal, doch einiges mehr erreichen mit. So, wir kümmern uns mal schnell um unseren Mähdrescher, damit er hier schön weiter seine Bahn ziehen kann. Ah, der ist hier auch schon, ja, fast kurz vor Schluss sozusagen. Das ist eigentlich optimal. So, dann werden wir den schnell mal noch ein bisschen abtanken hier, den Freund. Oh, das sieht gut aus. Und wir fahren aber auch gleich weiter, damit er hier nicht unnötig lang steht und wartet. So, jetzt werden wir hier den Grubber. Genau, den werden wir jetzt auch, obwohl der fährt schon mit Fetzern. Ja, das passt, das können wir so lassen erstmal. Das kommt hin. Ja, wunderbar. 1470 Euro haben wir. Das heißt, für unser Saatgut reicht das auf alle Fälle aus. Und dann verkaufen wir ja gleich auch noch unseren Raps. Da haben wir ja, glaube ich, im Silo noch was drin. Oder hatte ich das schon raus? Ne, aus dem Silo, den habe ich schon raus. Das ist gut. Hier steige ich aus. Danke fürs Mitnehmen. Übernehme auf den Bührer und fahre weiter, damit auch der Gruber dann dementsprechend Gas geben kann. So, und das dürften dann nochmal zwei zusätzliche Spuren werden für den Mähdrescher. Dann ist der durch. Einmal hoch, einmal runter und fertig ist der Drops. Oh, wir tanken ab, holen uns die nächsten Liter rein. Oh, wir sind jetzt schon bei 11.000, das heißt, wir kriegen über 13.000, 14.000 Euro mindestens rein. Reicht also locker für das Mähwerk. Ja, und wenn dann hier das beginnt, können wir natürlich schön abmähen. Und dann haben wir noch einen Vorteil. Dann können wir vielleicht sogar eine Mission damit mähen. Das wäre natürlich auch mal eine coole Sache. Da müssen wir dann halt mal schauen, ob das von der Fahrzeit her passt oder nicht. Weil das wäre natürlich noch einfacher mit dem Mähwerk, ist ja deutlich schneller als mit dem Profi-Hopper zu arbeiten. Das heißt, wir könnten auch noch einen größeren Zeitbonus bei den Missionen rausholen. Jetzt bin ich wieder. Ja, ist klar. Bisschen zu dicht rangefahren. Das gibt wieder eine Beule in dem Abtankrohr. Warum ist die Förderschnecke nicht kaputt hier? Ja, und ich denke mal, das könnte schon fast Richtung 13.000 Liter laufen. Wäre natürlich eine schicke Einnahme. Ja, das wird's auch. Da sehe ich gar kein Problem drin. So, aber ich stelle mich jetzt schon mal in die Position, weil der sollte ja dann gleich soweit sein. Und wir gucken mal schnell nach, was mich mal interessiert bei den Mähwerken. Nämlich, wo haben wir sie denn? Genau, da haben wir sie. Irgendwo waren sie doch. Ah, da sind sie ja. So, der Profi-Hopper arbeitet mit 1,25 Metern. Das ist natürlich nicht wirklich effektiv. So, der Kuhn, der arbeitet mit 2,7 Meter, also mehr als doppelt so viel. Das heißt, wir können natürlich auch viel schneller die Missionen abarbeiten und abmähen.
Oder wir machen es noch perverser, holen uns hier noch so eine Sache mit dazu und dann sind wir insgesamt auf 8,9 Meter und könnten das damit dann auch abziehen. Also das ginge auch für die Mission. Wir kriegen ja um die 5.000 pro Mission rein. Das heißt, so nach 7, 8 Missionen hätten wir das Geld für die beiden schon wieder drin. Dafür bräuchten wir aber noch einen kleinen Traktor. Da spiele ich jetzt auch schon mit einem Gedanken, denn bei den Traktoren, wir haben ja den roten hier, den Same mit 75 PS, der hat ja auch vorne noch die Hydraulik, das heißt, da könnten wir das komplette Mähwerk dran klemmen. Oder wir gucken mal kurz bei den Traktoren hier. Haben wir auch noch irgendwo einen, glaube ich, mit Front? Nee. So, hier muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt? Das müsste ja auch einer aus dem Classic Pack sein hier, der 1500 TVL. Den könnte man ja zur Not auch nehmen. Mit 150 PS hätte der natürlich mehr als genug Kraft. Ja, der ist, glaube ich, auch im Classic Pack mit drin gewesen. Schreibt mal kurz die Kommentare, ob der da mit dabei ist. Nicht, dass ich aus Versehen einen falschen Mod drauf habe, aber ich glaube, der gehört zum Classic Pack mit dazu. Hätte dasselbe wie der hier, aber natürlich deutlich mehr Leistung. Wäre natürlich ein Traum. Alternativ dazu hätten wir ansonsten gut hier die großen Traktoren. Die können wir natürlich erstmal knicken. Hätten aber hier noch den kleinen Ursus, den wir nehmen könnten. Der kostet nämlich nur 25.000 und würden den als Mähtraktor dann da unten hinstellen, anstelle des Profi-Hoppers, nur zum Abmähen. Also wir haben verschiedene Optionen. Da mache ich mir mal noch ein paar Gedanken drüber. Weiß ich noch nicht so genau, wie ich das jetzt optimal löse. Als erstes holen wir auf alle Fälle uns mal das Frontmähwerk. Das können wir ja definitiv gebrauchen. Und können ja auch mal schauen, ob das für Missionen geeignet ist. So, und jetzt bringe ich das erstmal hier nach vorne, dass die Jungs nicht gestört werden. Werde dann mal hier den noch abtanken, die restlichen 830 Liter rausschaffen. Und dann können wir das nämlich vielleicht sogar in dieser Folge noch schnell rüberfahren zur Gaststätte. So, und er tankt schon mal ab. Gut, wunderbar. Damit haben wir einiges da drin. So, der ist fertig. Das heißt, den bringen wir gleich mal wieder in seinen Unterstand. Denn den brauchen wir jetzt erstmal eine Zeit lang nicht. Müssen wir warten, bis die nächste, ja, Ernteperiode beginnt. Dummerweise habe ich jetzt doch nochmal Raps angesät, aber ich hoffe, dass das hier dann funktioniert, dass der Preis sich ein bisschen erholt. Ja, und dann fahren wir das Ding zur Gaststätte und könnten eigentlich dann auf dem Rückweg sogar gleich das Mähwerk mitnehmen. Sollte ja vom Preis her dicke reichen. So, der Kollege ist drin. Der hier ist brav am Arbeiten. Die zwei sind im Standby sozusagen. Jo, und den bringen wir jetzt mal im Vollgalopptempo zur Gaststätte. Und werden das hier mal verkaufen. Was habe ich da eigentlich für ein Frontgewicht dran? Ein Fass. Das können wir natürlich dann oben beim Landmaschinenhandel stehen lassen. Wir haben ja hier unten noch ein Fass auf dem Bauernhof. Und hätten dann aber auch gleich ein Frontgewicht, falls wir noch einen neuen Traktor kaufen. Das, ja, wird ja nicht schlecht sozusagen. So, und wir schwirren mal im Alltempo zur Gaststätte hinter. Dafür ist ja der Bührer noch gut, obwohl der kostet ja auch, wie gesagt, 270 pro Tag. Wäre auch eine Überlegung, ob wir den nicht vielleicht dann auch mal austauschen. Einfach um die, ja, täglichen Arbeitskosten zu reduzieren. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Kapital. Jetzt geht's erstmal ans Mähwerk holen. Und mit dem Rest schauen wir dann, was wir machen. Ich werde wahrscheinlich den Kredit ein bisschen zurückzahlen, dass wir bis zur nächsten Erntephase sozusagen nicht so viel Zinsen zahlen müssen. Ja, und langsam uns dann hochsteigern. Denn ich möchte nicht wie im letzten Let's Play dann erst so mit Folge, was weiß ich, 100, 110, 120 den Kredit los sein. Ich will natürlich schauen, dass wir das vielleicht ein bisschen früher hinkriegen. Aber sobald wir das Mähwerk jetzt haben, brauchen wir eigentlich mit den Profi-Hoppern da jetzt nicht mehr hantieren. Die bräuchten wir, wenn überhaupt, nur noch für die Mission. Das eigentliche Gras sammeln, um dann Geld zu verdienen, das werden wir dann hier mit dem Mähwerk machen. Da können wir ja im Prinzip auch die BGA schon mal ein bisschen füttern. Sozusagen. Können unten auch schon mal die Silage für die Kühe vorbereiten. Das wäre mal als erstes
natürlich machen, dass wir da noch ein bisschen höhere Produktivität kriegen. Aber das sind alles Sachen, mit denen fangen wir in der nächsten Folge an. Also ich schaff's jetzt hier noch mit dem Abtanken, das kriegen wir noch hin. Und ja, dann geht's, wie gesagt, noch schnell zum Landmaschinenhandel. Das machen wir auch noch, kaufen das Mähwerk. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal ein bisschen mähen, nachdem wir das Feld gedüngt haben, weil der Grubber sollte bis dato durch sein. Da haben wir das Problem nämlich auch schon mal aus dem Kreuz. So, und wir können loslegen. Und jetzt ein bisschen. Ach, das sieht doch schön aus. Das tut doch richtig gut, wenn man sich den Geldbestand anguckt. 17.000 Euro. Wunderbar. So, dann fahren wir jetzt mal hier zum Landmaschinenhandel, holen uns das Frontmähwerk und dann haben wir das schon mal aus dem Kreuz. Wunderbar. Gefällt mir 1A. Ja, wie gesagt, auch hier oben ist natürlich mehr als genug Gras, ohne dass wir irgendwelche Kosten dafür aufbringen oder haben. Können hier die Silos im Prinzip schon vorfüllen, in Anführungszeichen, immer so zwischendrin, wenn nichts zu tun ist in den Wachstumsphasen. Können wir da ein bisschen hantieren. So, und jetzt habe ich hier schon wieder so eine Schnarschnase vor mir. Ach, Kollege, mein Gott, ey, wir haben doch keine Zeit. Mann, 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 Mann. Ja, und der fährt natürlich auch noch rechts rum. Mein, der schläft ja gleich ein. Also, das ist natürlich hier Hagenstedt live, ne? Anscheinend gehen die Uhren hier alle etwas langsamer. Das ist natürlich möglich. Da vorne habe ich schon wieder so eine Schnarschnase vor mir. Deswegen fahren wir hier mal in dem Parallelweg die Abkürzung, dass wir da vor dem Kollegen da oben ankommen. Denn bei unserem Glück biegt er natürlich so ab, dass er direkt uns vor die Schnauze fährt. Also werden wir hier gleich mal die direkte Abzweigung nehmen. Normal fahre ich hier nicht durchs Dorf, aber da wir jetzt zum Landmaschinenhändler wollen, ist das einfacher. Und das habe ich gesagt, der wäre direkt bei uns oder auf unserem Weg weitergefahren. So, Oppi, mach dich vom Weg, sonst gibt's Haue. Und zwar mit dem großen Kollegen hier. So, da werden wir jetzt erstmal das Frontgewicht abstellen. So. Werden ein wenig zurückstoßen, damit wir direkt an das Mähwerk ankuppeln können. Und werden uns dieses Mähwerk jetzt einmal holen. So, grober Pflüge, Sämaschinen, Düngerstreuer, Spritzen, Miststreuer, Güllefässer, Mähwerke. Da sind wir doch. So, einmal das Kuhn-Mähwerk bitte. Danke bitte. Optimal. So, und damit sind wir gut ausgestattet. Jetzt haben wir's. Nächste Ziel erreicht. Haben jetzt unser Mähwerk hier vorne dran. Und das dient ja natürlich auch gleich als Frontgewicht beim normalen Fahren. Ist natürlich auch schön. Oh, jetzt kommt der mit deiner. Ah, was ist denn das? Was der da jetzt für wieder fährt, da der kleine. Ach so, ja, Entschuldigung, das ist ein Smart. Ich dachte, das wäre schon ein Auto. Nee, nee, ist also so eine rollende Handtasche ist das hier. Ja gut, da ist klar. So, ab dann. Juli, jo, dann sind wir hiermit auch gut vorbereitet. Wir bringen auch gleich mal unseren Hänger weg. Ich will nur mal schnell schauen, wie sieht's aus. Gruber ist fast durch. Die Sämaschine kämpft noch ein bisschen. Alles bestens, alles gut. So, dann werden wir jetzt hier mal den Kollegen einparken. Bisschen wackelig, aber dafür gerade. Ne? Sieht doch ganz gut aus. Ah ne, das war jetzt das Falsche, was ich abgekuppelt habe. Den wollte ich abkuppeln. So. Gut, wenn der Grubber durch ist, wird der dann auf alle Fälle schon mal dann sich die Düngespritze noch nehmen. Den Bührer bereite ich hier jetzt schon mal vor, damit wir mit dem dann in der nächsten Folge gleich. Jetzt habe ich es aber heute, ne? Damit ich mit dem dann gleich anfangen kann zu mähen. So. Die Kombi ist fertig. Das ist unsere Mähkombi hier. Passt wunderbar. Das hätte natürlich jetzt so mit einem Ursus nicht geklappt. Der hätte zu wenig Leistung, der Kleine. Aber der war ja auch nur zu mähen gedacht. Aber so nehmen wir es gleich mit auf. Das passt. So, die Sämaschine ist auch gut dabei. Die werden wir jetzt aber, wenn er gedreht hat, dann abschalten und in der nächsten Folge weitermachen. Denn, wie gesagt, die Folge neigt sich jetzt dem Ende. Das Feld bringen wir in der nächsten Folge aber definitiv fertig hier. Dass wir es noch düngen schnell und dann schon wachsen kann.
Dann werden wir mal so eine Mission starten. Wir müssen ja auch mal gucken. Halt, Helfer raus. Wir müssen ja auch dann gucken entsprechend, dass erstmal die richtige Mission für uns kommt, ne? Das ist ja das nächste Problem. So, den Kollegen werde ich jetzt mal wieder ein bisschen hochpushen. Aber ich nehme jetzt auch hier den Helfer raus. Das dauert sonst noch zu lange. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Ihr seht, es geht langsam wieder los. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, Servus und Tschüss.